Herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Freunde des Goldenen Hirschen hier im Burgtann. Ich begrüße euch heute herzlich zu unserer kleinen Kochvorführung. Wir machen zusammen Schäufele. Ich bin Peter Müller, der Chef des Hauses. Kommt herein, wir kochen was. So, liebe Zuschauer, jetzt sind wir hier in unserer Fleischabteilung vom Goldenen Hirschen. Für das Gelingen eines guten Schäufeles ist es ganz wichtig, dass sie klein und fein eingeritzt sind, damit die Kruste hinterher schön knusprig wird. Das ist ein Schäufelestück im Ganzen. Dies werden wir jetzt gleich einschneiden und dann aufsägen in ca. 4 cm breite Streifen. Für den Hausgebrauch wird es eher schwierig werden, deswegen besorgt ihr euch lieber die Schäufele schon eingeschnitten und aufgesägt beim Metzger eures Vertrauens, am besten noch von regionalen Schweinen, und dann steht einem guten Gelingen nichts im Wege. Wir schneiden die jetzt mal fein ein. Am besten ist vielleicht mit einer harten Klinge aus Edelstahl oder mit einem scharfen Messer. Jetzt würzen wir die Schäufele links herum mit Salz und Pfeffer, und am besten ist, wenn ihr das ein bisschen einwirken lasst, damit das hinterher auch bis tief innen reinkommt. So, nachdem wir jetzt unsere Schäufele aufgesägt haben oder ihr die eben beim Metzger geholt habt, also wir arbeiten mit der Metzgerei Böhm in Feucht zusammen, das ist der Metzger unseres Vertrauens, werden wir die Schäufele jetzt in den Ofen bringen, weil die am längsten brauchen. Die werden so 2,5 Stunden brauchen, bis sie gar sind. Deswegen als erstes jetzt die Schäufele in den Ofen bringen und dann kümmern wir uns um den Rest. Dazu schälen wir jetzt eine Zwiebel. So, dann tun wir unsere gewürzten Schäufele aufs Backblech. Oder auch in den Römer, geht genauso, was ihr halt zur Hand habt. Und dann noch ein paar Zwiebeln dazu, dass dann der Bratenfond schon mal gut wird, aus dem wir dann später die Soße machen werden. So, unseren Backofen haben wir schon mal auf Ober- und Unterhitze oder auch auf Umluft, geht genauso, 200 Grad vorgeheizt. Und jetzt packen wir unsere Schäufele für 2,5 Stunden in den Ofen. So, nach 2,5 Stunden, nachdem die Schäufele schön weich sind, müssen wir noch schauen, dass sie eine ordentliche Kruste kriegen. Dazu tun wir die Schäufele jetzt mal aus dem Ofen raus, am besten mit einem Topflappen oder mit einem Handtuch. Dann schalten wir den Ofen auf volle Pulle, also auf 260 Grad oder was euer Ofen halt hergibt. Und die Schäufele setzen wir jetzt erstmal um, damit wir den Bratenfond haben und aus dem Bratenfond eine leckere Soße machen können für die Schäufele. So, dann geben wir unseren Bratenfond aus unserem Backblech oder dem Römer in einen Topf, wo wir dann eben später unsere leckere Soße draus machen werden. Und jetzt packen wir die Schäufele wieder aufs Backblech. Und dann schieben wir sie nochmal bei 260 Grad für 10 Minuten in den Ofen, damit die Kruste schön knusprig wird. Die knusprige Kruste ist das A und O fürs Gelingen von einem guten Schäufele. In der Zwischenzeit, wo unsere Schäufele im Ofen sind, fangen wir schon mal an, aus unserem Bratenfond eine Soße zu machen, bringen den zum Kochen. Schmecken den noch dann ab mit Kümmel. Also ich mag so leichte Kümmelnote, auch ist der Kümmel für die Verdauung förderlich, damit das Schäufele nicht ganz so schwer ist. Und dann noch ein paar Lorbeerblätter dazu. Und dann bringen wir das Ganze mal zum Kochen. Gleichzeitig stellen wir mal Wasser auf, hier in dem Topf, mit ein bisschen Salz zum Kochen von unseren Knödeln. Jetzt. So, nun nehmen wir unseren Knödelteig, packen den mal aus. Am besten kreuzweise einschneiden und dann in eine Schüssel rein. Dann kneten wir den noch mal kurz durch. Und dann werdet ihr euch sicherlich gefragt haben, wie die das immer hinkriegen, dass ein Knödel wie der andere ist. Und dazu gibt es einen kleinen Trick. Ihr drückt den Kloßteig in eine Schöpfkelle. Ich hol mal eine. Ihr nehmt eine Schöpfkelle, drückt den Knödelteig in die Schöpfkelle rein und dann wird euch ein Knödel
Genauso wie der andere. So. Jetzt haben wir hier 4 Knödel. Dann kommen in die Knödel Knödelbrot rein. Ganz wichtig, damit die Knödel hinterher schön fluffig bleiben und nicht so harte Gummihupfer werden. Dann kommt das in die Mitte und dann werden die Knödel gedreht. Ob ihr jetzt halb und halb nehmt bei den Knödeln oder nur gekochte Knödel oder rohe Knödel, ist jedem selber überlassen. Ich finde halb und halb am besten, aber das ist Geschmackssache. Hier kocht schon unser Knödelwasser. Dann kommen hier unsere Knödel rein. Dann warten wir, bis es einmal kurz aufgekocht hat und lassen die Knödel dann gar ziehen, damit sie uns nicht so arg verkochen. Passiert, die ist jetzt auch im Kochen. Jetzt gucken wir uns mal die Schäufele an und holen die aus dem Ofen. Vorsicht, das ist heiß. Und Eischau da. Schöne, knusprige Kruste. Super Schäufele. Yes. So, nachdem wir jetzt alles auf dem Teller haben, unser Schäufele mit den Knödeln und der selbstgemachten Soße, wünsche ich euch einen guten Appetit. Und falls es nicht so klappen sollte, dann wisst ihr, in Burgthann kann man gut Schäufele essen.